Hallo, ich möchte mich gerne vorstellen. Ich bin Christoph Hampel, ich bin der CEO und Leiter der Kung-Fu-Schule Wien 23 und möchte darauf eingehen, dass in dieser besonderen Zeit auch eine besondere Maßnahme ergriffen werden muss, um weiterhin das Kung-Fu zu praktizieren. Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde der Kung-Fu-Schule Wien 23, wir werden eine kleine Videoserie produzieren, wo wir jede Woche neue Übungen vorstellen, um die Grundtechniken und die Kräftigungsübungen, die Basisideen und die Methoden im Wing Chun zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit unseren Wing Chun Übungen und wir werden euch jede Woche neu mit Videos versorgen. Ich möchte mich in dieser besonderen Zeit bei euch melden und mein Online-Programm vorstellen, das alle Mitglieder der Kung-Fu-Schule Wien ganz einfach zu Hause üben können. Gerade in der Zeit, wo wir alle gefordert sind, mit diesen neuen Gegebenheiten umzugehen, möchte ich euch für zu Hause ein Programm bieten, um trotzdem euer Kung-Fu weiterhin üben zu können und in einer geeigneten Art und Weise eure Geschicklichkeit, die Technik und auch die Kräfte und die Beweglichkeit weiter zu erhöhen, eine Möglichkeit zu schaffen, das Kung-Fu weiter voranzutreiben und Wing Chun-Fähigkeiten zu entwickeln. Ich möchte hier eine Serie vorstellen, eine neue Videoserie, die jetzt regelmäßig abgedatet wird. Die ist aufbauend zu erarbeiten und gibt euch die Möglichkeit, eure Kräfte, die Technik, die Geschwindigkeit und die Beweglichkeit und auch die Dehnung voranzutreiben. So habt ihr die Möglichkeit zu Hause mit euren Lieben und auch den Kindern ein Programm zu trainieren, das auch für die gesamte Bewegungsstruktur und für das gesamte Wohlbefinden eine große Bereicherung ist, aber für die Selbstverteidigung extrem bedeutungsvoll ist. Wir wollen dazu jetzt beginnen mit der ersten Schrittkombination. Und zwar, wir stellen uns etwas schulterbreit in unseren Grundstand, verlagern das Gewicht auf das rechte Bein, ziehen das linke Bein nach hinten und bekommen hier eine Rotation zustande. Diese Rotation kann mit viermaliger Wiederholung zu einem großen gleichgewichtsfördernden Sinn werden. Und zwar, wir drehen hier die Beine zuerst nach hinten, verlagern auf das andere Bein und fangen von hinten nach vorne an, hier zu kreisen. Man sollte mindestens viermal diese Rotation ausführen, bevor man wieder zurückkehrt. Dann nimmt man die andere Seite dran. Aufwärts streben und absenken im Standbein. Hoch, tief, hoch, tief. Gleichzeitig benutzt man das Fußgelenk in einer Rotation, wo die Zehe und der Ballen hinten aufsetzt und sobald du die Mitte nach vorne übertrittst, die Ferse, Ballen, Ferse, Ballen, Ferse und Bein und zurück. Die nächste Idee dient dazu, die Arme gleichzeitig mit den Beinen zu trainieren. Dazu möchte ich gerne Gabriel bitten, hier kurz eine kleine Hilfestellung zu geben. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, ich werde das jetzt mal so machen, dass der Gabriel ein Bein nach vorne nimmt, ich mit einem Parksaw in etwas drehen kann, mit meinem zweiten Parksaw-Arm ihn noch weiter verdrehe und dann kreise ich um sein Bein und kann hier sein Gleichgewicht nehmen. Der kurze Park zuerst, der lange Park dazu, zirkeln, um hier
herumzukommen, unseren Bein. Wir wollen jetzt mit einem Hilfsmittel, die die Möglichkeit bieten, eine erweiterte Trainingsmöglichkeit zu schaffen. Und zwar, du wirst gleich erkennen, durch dieses kleine Hilfsmittel, wie intensiviert diese Übung werden wird. Nimm einen Stift und leg ihn dir vor die Zehe und den anderen Stift legst du dir genau unter die Ferse. Nun beginnst du mit der Rückwärtsrotation und versuchst im Kreis diese zwei Stifte nicht zu berühren und mit der Ballen- und Fersenmethode diese zwei Stifte zu umzirkeln. Nach den viermal nimmst du dir die Stifte auf die andere Seite, stellst dich auf den Stift hinten etwas drauf, sodass du die nicht zu breit bemisst, beginnst zu zirkeln und umkreist wieder beide Stifte. Tatsächlich ist diese Übung eine sehr anstrengende Übung und lehrt dir, nicht nur Gleichgewicht zu halten, sondern bietet dir einen großen Zuwachs deiner Stabilität im Stand und in den Oberschenkeln. Die weitere Vorgehensweise ist hier, durch die Arme eine stabile und kräftige Schulterposition zu erreichen. Deshalb konzentriere dich beim Üben auf die waagrechte Haltung deiner Arme, um eine kräftige Schulterposition und eine kräftige, stabile Körperposition bei all diesen Rotationen zu haben. Nun versuchen wir, die Arme im Einklang mit den Beinen zu bewegen. Paxo. Immer, sobald wir in die rückwärtige Kreisposition kommen, drückst du mit einem Paxo hier an. Paxo. Paxo. Nun kommt der zweite Arm hinzu. Paxo und Paxo. Ein Chakpak-Chan für die Seite und ein Paxo, der nach vorne gerichtet ist. Eins, Zirkel. Diese Übung wird links und rechts ausgeführt. Beachte bitte dabei die korrekte Körperhaltung und dass der Paxo zuerst nach dem Motto Hand vor Fuß benutzt wird. Das Motto Hand vor Fuß wird im Nahkampf wichtig, denn ich muss den Gegner zuerst drehen, um danach mein Bein hinter sein Bein zu bekommen. Kann ich also den Körper des Gegners drehen, ist es ein leichtes, durch meine Technik sein Gleichgewicht zu nehmen. Also ist hier auch der Selbstverteidigungsanteil gegeben. Diese kräftige Übung lässt die Muskeln sehr stark verkrampfen. So würde ich vorschlagen, nicht mehr wie 5 bis 10 Minuten diese Übung zu gestalten. Jetzt im Anschluss versuchen wir, die Muskeln ein bisschen aufzulockern und ein bisschen zu dehnen. Dazu suchen wir uns eine Wand, positionieren uns, strecken beide Arme durch und dehnen uns zuerst das komplette Bein. Für die Dehnung lassen wir uns Zeit. Wir gehen also langsam zurück, pressen die Ferse auf den Boden auf und drücken etwas vorwärts, sodass die Hüfte nach vorne geschoben wird. Ich empfehle immer, dreimal ein- und auszuatmen, um hier zur Ruhe zu kommen. Dann gehen wir langsam aus der Dehnung heraus, ändern das Bein
und beginnen mit der zweiten Seite, die Ferse am Boden zu drücken, den Körper aufzurichten. Nun atmen wir dreimal ein und aus. Das Auslockern des Beines kann dadurch verstärkt werden, dass wir eine Wurfbewegung nach vorne ausführen, nach hinten und zur Seite. Vorne, hinten, Seite. Vorne, hinten, Seite. Danach wiederholen wir dieselbe Übung mit dem anderen Bein. Vorne, hinten, Seite. Vorne, hinten, Seite. Nun wollen wir uns der Siam Tao Form, der kleinen Idee Form, das sind die Grundtechniken des gesamten Wing Chun Systems, widmen. Wir wollen uns hier den ersten Teil vornehmen und ihn ganz entspannt ausführen. Wichtig dabei ist, dass die Atmung einen besonderen Stellenwert hier hat. Und zwar wird die Zunge an den Gaumen angelegt und die gesamte Form wird durch die Nase ein- und durch die Nase ausgeatmet. Hierbei spielt der Bauch und die Bauchatmung eine wesentliche Rolle. Also, Zunge an den Gaumen, der Mund wird geschlossen. Der Brustkorb wird hier weitgehend in Ruhe gelassen. Der flache Brustkorb ermöglicht es, in den Bauchraum zu arbeiten. Mund schließen. Nun zum ersten Satz. Danach werden die Beine geschlossen, in der Mitte zentriert und die Arme entspannt. So, das war der erste Teil unseres Trainingsprogramms. Jede Woche kommt ein neues Trainingsprogramm, das aufbauend, fortführend zum Selbststudium und für zu Hause gedacht ist. Ich bitte euch, es langsam anzugehen, die Fortgeschrittenen können dann mit fortgeschrittenen Übungen ihr Trainingsprogramm erweitern. Das aufbauende Wing Chun Trainingsprogramm lässt euch stetig besser werden. Es schult nicht nur die Konzentrationsfähigkeit, die Standkraft, die Stabilität und die korrekte Haltung, sondern Atmung, Gleichgewicht und die Kampffähigkeit. Lasst uns langsam, aber stetig daran arbeiten. Deswegen könnt ihr natürlich auch gerne dieses Programm zwei- oder dreimal am Tag für euch selbst trainieren. Ich hoffe, somit einen kleinen Beitrag leisten zu können, um in dieser schwierigen Zeit ein bisschen mehr Freude, Spaß und die Skills für euer Wing Chun trotzdem vergrößern zu können. Ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute und viel Gesundheit. Euer Sifu Christoph aus Wien 23. Jede Woche wird also jetzt ein neues Video hinzugefügt werden. Die Übungen sind aufbauend und können daher kombiniert trainiert werden. Ihr könnt jederzeit euer angelerntes Wissen dazu nutzen, um die Übungen zu erweitern. Geschicklichkeit, Koordination, Gleichgewichtsschulung und jede Menge Spaß sollen euch in dieser schwierigen Zeit
ein bisschen dabei helfen, die Zeit zu vergessen und etwas Sinnvolles zu tun. Vielleicht können wir alle in dieser schwierigen Zeit ein bisschen was für uns selbst mitnehmen, in uns selbst reinhören und uns selbst genau in dieser Zeit kräftigen, stärken und verbessern. Ich hoffe, somit einen kleinen Beitrag tun zu können, um euch die Zeit etwas angenehmer zu Hause zu gestalten. In diesem Sinne wünsche ich euch das Allerbeste, viel Gesundheit und ein tolles Training mit unseren Wing Chun Techniken. Alles Liebe, euer Sifu Christoph aus Wien 23.